training, swimming, rowing. Es gibt Elfmeter bei Düsseldorf gegen Bayern. Stefan Kausen. Elfmeter für Fortuna Düsseldorf, weil Mats Hummels der Ball an den ausgestreckten Arm sprang aus kürzester Distanz. Die Bayern beschweren sich. Auch das zeigt, wie heiß die Münchner sind. Sie führen 3-0, aber jetzt in der 88. Minute die Chance für Düsseldorf, den Anschluss oder zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Elfmeter, Dodi Lücke, Bacchio läuft an, schießt mit dem linken Fuß gegen Ulreich und Tor! Tor für Düsseldorf! Nur noch 1-3 und es gibt ja bestimmt noch eine kleine Nachspielzeit. Es bleibt also spannend hier auf WDR 2 Sonntag Live. Da ist die Talsperre, you see? There is a dam. You see it here? Ja. Yeah. Do you remember that Möhnesee, that sheriff? Nee, das ist gut. No, no, this is not so bad. It's not so bad. Really. Oh, it's still continuing here. Yeah, it's a lot of... There's a city out there. Cannot plant any Getreide, no corn, nothing, for you cannot harvest it. So or even maybe for the sheep, it's sheep and cow is too steep. But now you see this is this is this valley here, this valley is built by the river Henne over millions of years. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. WDR 2, die Fußball-Bundesliga. Going up and going up. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Up, ja, ja. Es steht 1-3 aus Fortuna-Sicht. Stefan Kausen. Aber vielleicht kommen noch so ein, zwei Lucky Punches. Ja, vielleicht kommt jetzt nochmal die Frühlingsluft hier in Düsseldorf. 1-44. Von Dodi Lücke Bacchio. Die Bayern haben sich total beschwert. Das zeigt, wie heiß die drauf sind, Meister zu werden, um keine Tore zu kassieren. Zwei haben sie gemacht vor der Pause durch Kingsley Coman. Dann Nabri mit dem 3-0. Jetzt ist Lewandowski im 16er Schuss. Bayern-Tor! Tor für die Bayern durch Leon Goretzka. Der eben eingewechselte für Thomas Müller kam rein aus 7 Metern, machte ex Schalker jetzt das 4-1 und in Dortmund ist heute zumindest wieder Ernüchterung eingekehrt. Nach dem 0-5 im Klassiko, den man mittlerweile auch Germanico nennt, all weil es das Topspiel in Deutschland ist, was die Bayern mit 5-0 dominiert haben. Sensen Sie heute die Fortunen im positiven Sinne mit 4-1 weg. Das war ein intensives Spiel. Scheiße. Jeder durfte mal Lewandowski als Vorbereiter heute und Düsseldorf mit erhobenem Kopf trotz dieser jetzt doch deutlichen Niederlage bei diesem Elfmeter. Ich sag's nochmal, da ging der Kimmich hin zum Ulreich, zum Torhüter und sagte, packt er das Ding, wir wollen keinen Gegentreffer kriegen.
Wir wollen dominant deutscher Meister werden. So hat Bayern hier gespielt. Düsseldorf hat gezeigt, wozu es fußballerisch in der Lage ist, hat aber insgesamt zu wenig Torgefahr. Vielleicht jetzt nochmal. Über die rechte Seite mit Barkok. Sie versuchen es immer wieder spielerisch und kommen durch an Hummels vorbei. Da ist Martinez. Lücke Bacchio wird gestellt von Mats Hummels. Intensiver Zweikampf nochmal an der Eckfahne. Düsseldorf gibt nicht auf, obwohl es 1:4 steht. Und in wenigen Sekunden ist dann auch die dreiminütige Nachspielzeit beendet. Nochmal Düsseldorf mit der Flankenmöglichkeit für Kevin Stöger. Der zieht in die Mitte. Dribbling, Thiago fault, holt sich den Ball für Bayern. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Fortuna Düsseldorf seit gestern Nachmittag definitiv gerettet, auch nächstes Jahr in der Bundesliga. Und das ist gut so, denn die Mannschaft von Friedhelm Funkel hat wieder einmal überzeugt. Aber was sage ich? Total mega überzeugend diese Bayern. Sie gewinnen mit 4:1 bei Fortuna Düsseldorf und sind natürlich wieder Tabellenführer. Danke, Stefan Kausen, live aus Düsseldorf. Ja, danke, Herr Lien, den Freund.